Die Botschaft von EU-Kommissarin Reding in Richtung Deutschland ist ziemlich deutlich. Die Bundesregierung soll Tempo machen bei der Verabschiedung von neuen, strengeren Datenschutzregeln auf europäischer Ebene. Seit 18 Monaten wird über diese Reform diskutiert, aber Deutschland will, wie andere Mitgliedsländer auch, in einigen Punkten noch verhandeln. Es wird befürchtet, dass das Datenschutzniveau durch die Reform sinkt. Heute treffen sich Vertreter der EU-Staaten in Luxemburg, um erneut über Details zu beraten. Christian Feld ist in Brüssel. EU-Kommissarin Reding fordert also mehr Tempo bei den Reformen. Deutschland solle eine Vorreiterrolle einnehmen. Fruchtet denn dieser Appell? Spürt man da etwas davon bei den Gesprächen der EU-Finanzminister? Naja, es war zumindest Deutschland nicht mit dem Bundesinnenminister hier vertreten. Das war aber keine Missachtung dieser Sitzung. Er musste kurzfristig wohl absagen, weil ein Flugzeug nicht so fliegen konnte, wie das ursprünglich mal geplant war. Aber es lässt sich hier wieder sehen, dass grundsätzlich sich die 28 Mitgliedstaaten bei dieser Datenschutzreform einig sind. Wenn es aber ins Detail geht, dann gehen die Meinungen auseinander. Heute ging es zum Beispiel darum, wenn ein Unternehmen wie Facebook in mehreren EU-Mitgliedstaaten tätig ist, gibt es dann eine einzige Datenschutzbehörde als Ansprechpartner? Wer fällt, wenn zum Beispiel Strafen verhängt werden, wer fällt da die letzte Entscheidung? Da gehen die Meinungen auseinander. Ja, und diese Gespräche finden natürlich in Luxemburg statt. Was heißt das denn jetzt alles, was wir gerade von Ihnen gehört haben, für den Zeitplan für diese angestrebte Reform des Datenschutzes? Ist das zu schaffen? Ja, EU-Justizkommissarin Reding, die würde dieses Projekt, dieses große, wichtige Projekt am liebsten in ihrer Amtszeit jetzt noch durchbekommen. Die endet allerdings Mitte nächsten Jahres und auch im EU-Parlament, da lässt die endgültige Entscheidung über eine gemeinsame Position noch auf sich warten. Von daher kann das durchaus knapp werden, dass man dieses Projekt bis Mitte nächsten Jahres durchbekommt. Ganz kurze Frage noch, würde die Reform denn Spitzeleien wie durch die NSA verhindern können? Ja, Geheimdienste sind von dieser Datenschutzreform ausgenommen, aber wenn man Daten nicht an US-Server von Facebook gibt, dann können sie da auch nicht abgesaugt werden. Also es gibt durchaus wenige Möglichkeiten, da was zu machen. Ja. Vielen Dank für diese Information. Christian Feld in Luxemburg.